Guten Morgen. Ich bin auch ein bisschen platt von der kurzen Nacht. Gestern war ich zu Gast bei Stefan Wiesner. Sehr spannend, mal so einen richtigen Einblick in sein Leben zu bekommen, in seinen Berufsalltag. Wir haben einen Livestream gemacht, wir haben zwei Videos gedreht und jetzt bin ich in einer Heide. Ich war gestern schon mal hier, habe mitbekommen, dass dort hinten Raubwürger sind. Die haben hier gebrütet. Außerdem noch Turteltaube, Baumpieper, Goldammer, Bluthänfling, Bienenwölfe. Ganz cool. Will ich später noch fotografieren. Aber erstmal widme ich mich den Raubwürgern. Die sind in Hessen leider ja, bald ausgestorben. Hier in Niedersachsen scheinbar noch relativ häufig. Und ja, es ist spannend. Das ist eine Brut. Zwei Flügel Jungvögel sind da. Die Altvögel versorgen sie mit Futter. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, die sich das sind eben die jungen Raubwürger, die betteln. Im Hintergrund hat man vom Truppenübungsplatz leider sehr viele Panzer rumfahren. Aber ja, tolles Habitat, so eine Heidelandschaft. Bei mir in Hessen total selten, beziehungsweise in Nordhessen so gut wie gar nicht vorhanden. Und es ist schwierig. Ich laufe hier entlang des Weges und die Tiere halten sich weitestgehend im Inneren auf. Klar, da ist auch das Nahrungshabitat. Ein paar Szenen konnte ich schon filmen, aber es ist noch nicht so das Richtige dabei. Mal gucken, ob das noch was wird. Und es ist eben noch relativ früh. Ich hoffe, es wird demnächst ein bisschen wärmer. Die Sonne ist relativ hoch schon und sobald die Temperaturen steigen, kommen auch die Bienenwölfe raus. Bienenwölfe sind Grabwespen, aber dazu später mehr. Vielleicht könnt ihr diesen weißen Fleck da hinten sehen. Das ist eben ein Raubwürger. Der Raubwürger ist unser größter Würger, den wir hier in Deutschland haben. Circa 2000 Brutpaare haben wir noch in Deutschland. Und viele von euch kennen vielleicht den Neuntöter. Neuntöter ist quasi die Schwesterart zum Raubwürger. Der Raubwürger ist allerdings deutlich größer und nur schwarz-weiß gefärbt. Und diese Augenmaske finde ich total spannend. Sieht aus wie ein kleiner Bandit. Toller Vogel. Neuntöter, Raubwürger. Die haben alle so einen bösen Namen, weil es vorkommt, dass sie ihre Beute eben aufspießen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass da dieser weiße Fleck auf der Spitze vom Wacholder sitzt. Und auch die bettelnden Jungvögel sind nicht weit weg. Also sie spießen ihre Beute auf Dorn, am Stacheldraht. Was eine geniale Szene wäre, davon träume ich noch schon länger. Hier ist leider kein Stacheldraht, aber in der Rhön werde ich das mal versuchen. Aber ein toller Vogel, relativ kräftig, also wirklich eindrucksvoll. Und er poppt einfach aus der Landschaft raus, weil er eben so hell ist. Zumindest die Brust ist so hell. Warum der Bestand vom Raubwürger abnimmt, ist nicht hundertprozentig geklärt. Der Raubwürger braucht natürlich auch größere Nahrung, wie das große Heupferd oder grüne Heupferd. Und fragt euch mal selbst, wann habt ihr das letzte Mal so ein grünes Heupferd gesehen? Bei mir ist das schon ewig her. Und der Neuntöter kommt auch mit kleineren Heuschrecken klar. Vermutlich ist das einer der Gründe, dieser Insektenschwund, worunter auch dann die Raubwürger leiden. Aber wirklich geklärt ist das meines Wissens noch nicht, woran das wirklich liegt. Spannendes Thema.
Denn dem neuen Töter geht es sehr gut. Der ist fast schon ein häufiger Brutvogel. Immer wenn man in so ein Habitat kommt, findet man neuen Töter. Raubwürger eben nicht mehr. Und das wäre eine coole Masterarbeit oder Bachelorarbeit, wenn man das mal herausfinden würde, woran das wirklich liegt. Eben konnte ich jetzt wieder den neuen Töter beobachten. Der hat sein Revier scheinbar hier unten entlang dieser Hecke. Ganz typisch, also auch für ihn ganz typisch Heckenstrukturen braucht er, weil er darin brütet, auch als Ansitz nutzt und eben aber auch diese Wacholderheide wieder, um da Nahrung zu suchen. Und man sieht schon, er ist deutlich kleiner als ein Raubwürger. Und die beiden Arten, Raubwürger und Neuntöter, das sind eben die zwei Würgerarten, die wir in Deutschland noch als Brutvögel haben. Es gab noch mal, vor vielen Jahren gab es noch Schwarzstirnwürger, von denen haben wir gelegentlich noch mal eine Sichtung, erst vor 2 Wochen, glaube ich, in Hessen. Aber als Brutvogel ausgestorben und eben der Rotkopfwürger, den gab es auch noch. Und der ist genauso selten mittlerweile wie der Schwarzstirnwürger, also ganz, ganz selten mal eine Sichtung in Deutschland. Was schade ist. Also die beiden sind als Brutvogel in Deutschland schon ausgestorben. Hoffentlich ist der Raubwürger nicht die nächste Art. Und ja, es ist eine spannende Entwicklung. Die Heide ist an sich nicht so groß und trotzdem hat sie so viel zu bieten. Vorher noch ein paar mehr Turteltauben, jetzt bin ich über eine Familie Schwarzkehlchen gestolpert. Die sind komplett ungestört, die Jungen sitzen da hinten in einem Wacholder drin und das Männchen kommt die ganze Zeit und füttert und das ist der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, so viel Natur hier noch zu finden. Das ist wirklich anders als ja, da, wo ich herkomme. Generell brütende Schwarzkehlchen. Ich kenne keinen Ort mehr bei uns in der Gegend. Und jetzt wundert es mich auch nicht, wenn ich da hinten, da ist noch ein Teich scheinbar, wenn da noch ein Braunkehlchen wäre. Mal gucken, was wir heute noch so finden. Den Bienenwolf habe ich vorhin ja schon angesprochen. Mittlerweile ist es deutlich wärmer geworden. Und hier auf diesem Weg habe ich jetzt dieses frisch gegrabene Loch entdeckt. Das stammt vom Bienenwolf. Der Bienenwolf ist eine Grabwespe. Gelb-schwarz gestreift, wie wir sie kennen, unsere Wespen. Gräbt allerdings diese Löcher. Hat nicht dieses Papiernest wie die anderen Wespen, die wir so kennen von daheim, sondern sie graben eben solche Löcher und das wird die Nistkammer. Und er heißt Bienenwolf, weil er eben Bienen erbeutet. Die trägt er ein als Nahrung für seine Nachkommen. Ich habe jetzt noch keinen Fliegen gesehen, aber scheinbar sind sie schon aktiv. Ich halte die Augen offen und werde hoffentlich noch ein paar Videos davon machen können, wie er gräbt. Das ist nämlich spannend, so ein kleines Insekt kann bis zu 1 Meter lange Tunnelgänge graben. Wahnsinn, oder? So groß ist er. Ich werde mich hier allerdings nicht ansetzen, weil hier überall Ameisen sind. Irgendwie funktioniert das heute nicht so ganz. Es hat vorhin schon ein bisschen geregnet. Ja, ich habe mir ein Stativ mit 2 Steinen gebaut. Dann war viel Aktivität, er hat angefangen zu graben, aber er hat nur den Eingang geschlossen und ist seitdem nicht mehr rausgekommen. Der hat auch keine Lust auf das Wetter, der braucht warme Temperaturen und ja, ich breche ab. Ich fahre jetzt nochmal zu Stefan, verabschiede mich und dann war es das auch schon. Tut mir leid, diesmal nicht wirklich Fotos, wäre auch verwunderlich gewesen. Denn einmal hinfahren, Fotos machen, gute Fotos haben, das funktioniert in der Regel nicht so. Kann man nichts machen. Das ist eben Naturfotografie. Man muss immer und immer wieder zur selben Stelle gehen, damit man letztendlich doch sein Foto bekommt. Ich hatte zu wenig Zeit. So ist das eben manchmal. Bis zum nächsten Mal.